Guck mal, wie geil das ist jetzt. Rechts in an der Seite könnt ihr das sehen. 98% Qualität. Das ist mal echte Qualität hier. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Stationeers, meine lieben Freunde. Wir haben beim letzten Mal ein unheimliches, unbekanntes Funksignal aufgefangen und kontaktiert mit der neu in Betrieb genommenen Satellitenschüssel, nennt man das Ganze. Und es hat niemand geantwortet, aber mir wurde gesagt, wenn niemand antwortet, dann hört jemand zumindest zu und weiß auf jeden Fall auch, dass es hier was zu holen gibt. Und mir wurde auch gesagt, ich weiß wie gesagt nicht, ob das alles so stimmt, ja, aber mir wurde auch gesagt, dass es so sein soll, dass die vor allem dann kommen, dann, die da zuhören, wenn ich nicht gucke. Wenn ich nicht das Landingpad in der Nähe vom Landingpad bin. Das heißt, wir gehen jetzt mal ein Stück weg einfach. Die Batterie macht mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Diese ganzen Anlagen, die da jetzt laufen, brauchen ganz schön viel Strom. Ich habe übrigens hier mal die Waffe doch mal nachgeladen. Wisst ihr, was jetzt der absolut... Wisst ihr, wo ich mich jetzt richtig reißen würde? Wenn jetzt im Fenster einer stehen würde. So ein kleiner Grauer mit so großen mandelförmigen Augen und mir so zuwinkt einfach. Ich würde so ausrasten, ey. Ich würde so kaputt gehen einfach. Ich würde innerlich sterben einfach. Also, wie ist das, wenn die kommen? Leuchten die irgendwie? Machen die irgendwie Signale vorher? Rufen die vorher an? Ich soll Sauerstoff nachlegen, wird gesagt. Und essen müsste ich eigentlich auch mal was und trinken. Bin schlecht vorbereitet. Okay, wir gehen nochmal rein. Moment mal, irgendwas habe ich gerade gehört. Hat nicht irgendwas sich gerade aktiviert? Ich habe irgend so ein gehört gerade. Das sieht man aber schon, wenn die kommen, oder? Die kommen nicht irgendwie durch die Hintertür oder so. Wie war das in Faculty? Wenn du die Erde erobern würdest, wie würdest du vorgehen? Würdest du das Weiße Haus in die Luft sprengen oder würdest du leise durch die Hintertür kommen? Ja, wahrscheinlich eher Letzteres, wa? Sie wollen deine Base zerstören und dich auch. Der steht nicht in der Base, sondern real an deinem Fenster. Ach so, wie der eine in diesem Fake-Video, der da so immer so reinguckt dann. Okay, na gut. Trinken wir mal erstmal was. Ey, das wird bestimmt jetzt voll die Horrorshow, ey. Ich sag's euch. Wir müssen auf alles achten, was ungewöhnlich ist. Lichter am Himmel. Merkwürdige Melodien am Telefon. Diese Tür war doch vorher offen, oder nicht? Ach nee, ich bin. Oh Gott, ich werd paranoid jetzt. Ich bin beim letzten Mal durchgelaufen. Und hab von der anderen Seite ja das Fenster aufgemacht und bin durchgegangen. Ich dachte gerade nämlich schon, ich dachte... Ach so. Ja, okay. Ja, nee, das ist normal, dass das so lange dauert. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas gehört. Nee, alles gut. Mann, ey, ich werd hier voll paranoid, Alter. Hier, warte, wir müssen mal eine stärkere Batterie hier noch einsetzen. Die war nicht voll aufgeladen. So, warte, essen muss ich noch. Und Sauerstoff. Ich nehme mal kurz den Helm ab und pack mal die Flasche hier rein. Ja, ja, ist okay. Da ist wieder was drin. Das ist ja hier der Sauerstofftank. So. Dann, genau, lasst uns mal hier noch Tomatensuppe essen. Das letzte bisschen, was noch da ist. 0%. Ich habe eine 0% Dose. Ja, die kann ich, glaube ich, auch recyceln dann. Das ist gut, aber ich habe 100% Essen jetzt. Muss ich eigentlich die Anlagen laufen lassen, damit die kommen? Weil ich würde die gerne... Warte mal. Helm runter machen. Ich würde die gerne deaktivieren, damit wir nicht so viel Strom verbrauchen. Fenster aufmachen auf dem Mars. Na klar. Ja, das ist wichtig. Bei der Solaranlage muss ich das Fenster aufmachen. Weil es sonst zu warm wird da drin. Ist keine Scheiße. Ist keine Scheiße, wenn ich es doch sage, dass es so ist. Ich mach mal die Vending Machine aus. Die brauchen wir nun wirklich nicht. Funk einfach eine andere an. Es gibt keinen Grund, nichts zu machen. Okay.
Da muss ich aber erstmal ein Signal anpeilen. Drehen wir mal die Scheiße ein bisschen. Ich soll weiter funken. Okay, das ist ein unknown Contact. Jetzt müssen wir ja wieder das so ein bisschen annähern. Müssen wir mal gucken, wo das Signal stärker wird. Ich muss leider immer so hin und her rennen. Das ist ein bisschen doof. Das ist eindeutig nicht stärker, aber es ist auch nicht besonders schwächer geworden tatsächlich. Da müssen wir eher hier dran drehen wahrscheinlich. Gucken wir mal. Ist es jetzt besser? Nee, schlechter geworden. Okay. Dann drehen wir es mal in die andere Richtung. Dann müsste es eigentlich... Jetzt ist es ein bisschen besser geworden. Pass auf, jetzt schleichen sie sich an, während ich hier an der Schüssel rumdrehe und ich check das dann nicht. Jetzt ist es noch besser. Okay, wir müssen es weiter in die Richtung drehen einfach. Und vielleicht auch noch mal ein bisschen hoch noch. Also ein bisschen anwinkeln noch. Mal gucken, ob es besser wird dann. Oh ja, oh ja, oh ja. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr anwinkeln. Oh ja, oh ja, oh ja, oh sowas von. Oh ja, nochmal. Oh ja. Es ist 5% besser geworden. Jetzt müssen wir es, glaube ich, hier mit links, rechts nochmal ein bisschen verdrehen. Oh ja, oh, 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 nur noch ganz wenig. Halten wir mal C gedrückt und machen mal nur so kleine Schritte. Mal gucken, ob das jetzt das ist. Ja. There was no response. Ich habe sie kontaktiert. Was sage ich da eigentlich immer? Ach, das sage ich, ja, okay. Ich melde mich mit, hallo, hier ist Filter Low. Wer ist da? Ich glaube, ich kriege gleich von Spielbär einen Anruf. Ja, wahrscheinlich. Das kommt gleich. Ja, da kommt gleich ein Anruf und ich sage Filter Low. Und dann musst du das richtige Codewort antworten. Ja, toll, kommt nichts, da passiert nichts. Haben die Aliens irgendwie Urlaub oder so? Kann das sein? Dass die vielleicht nicht am Start sind, dass die vielleicht Urlaub haben. Sicher, dass das die richtige Antwort ist, wenn da keine Antwort kommt. Irgendwie ist doch keine Antwort nicht die richtige Antwort, oder nicht? Vielleicht muss ich sie auch einfach alle durchgehen, solange bis eine Antwort kommt. Hallo, ich bin Filter Low. Ist da Filter High? Filter Low an Filter High. Ich mach mir einen Filter jetzt noch. Und im Hintergrund kommt da die Alien Armada an. So, ich baue mir hier einen Filter in aller Ruhe hier. Und dann im Hintergrund kommen sie. So eine Independence Day Armee. Dieser Schatten bewegt sich so über die Base einfach. Er kommt dann einfach so an, so. Immer noch keine Aliens. Bau den Computer neben die Schüssel, da musst du nicht mal laufen. Ja, das mache ich jetzt auch mal tatsächlich. Warte mal, ich mache schnell mal meine Batterie voll. Meine Kopfbatterie. Und dann nehme ich mir noch... Habe ich noch Kabel dabei? Ein Werkzeuggürtel vielleicht? Ja, habe ich. Und die Klemme habe ich auch. Ich glaube, ich kann mal die Waffe jetzt aus der Hand legen. Zur Not haue ich sie einfach mit meinem Werkzeug. Das geht schon. Dann bauen wir mal den Computer jetzt nochmal da neben die Schüssel. So dass ich zumindest sehe, wie das Signal ist. Sonst muss ich immer hin und her rennen. Ja, ich habe es schon gecheckt jetzt. Wird jetzt 100-mal geschrieben. Bau den Computer neben die Schüssel. Ihr könnt es gerne auch nochmal auf YouTube in die Kommentare schreiben, dass ich den Computer neben die Schüssel bauen soll. Ich bin mir nämlich immer noch nicht so ganz sicher, was ich jetzt machen muss. Ihr könnt mir helfen. Ich bin immer sehr froh, wenn mir Leute bei wichtigen Problemen auf jeden Fall helfen. Finde ich immer sehr sozial auf jeden Fall. So, warte. Jetzt muss ich kurz, Screwdriver brauche ich, okay. Oh. Es ist was rausgefallen. Und jetzt? Bohrer? Ja. Ich habe ihn! So, Moment. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir das jetzt am besten machen. Eigentlich so, dass ich das im Blick habe, das Display von dem Computer, wenn ich das einstelle. Am besten irgendwie hier so.
Aber da ist. Warte mal. Ach, jetzt habe ich hier natürlich keine Platten. Nicht blöd, Mann. Okay, ich muss noch mal reingehen. Ich muss mir noch mal Platten holen. Ich habe das jetzt irgendwie gerade. Oder warte mal, ich kann das hier ja eigentlich nehmen. Da brauche ich wieder. Brauche ich auch Platten. Ich brauche immer Platten. Ist egal, ich hole mir noch mal Platten. Vielleicht kommen sie in der Zeit auch schon. Wenn ich hier mit dem Computer fertig bin, dann kommen sie sowieso schon. Dann habe ich es überstrapaziert. Oder sie kommen genau dann, wenn ich in der Luftschleuse bin und nichts machen kann. Die Schüssel kommt in die Mikrowelle. 100 Bits von Casio Audi. Dankeschön. Ja, wahrscheinlich. Und die Chips kommen in den Mund. Lecker Chips. Warum läuft eigentlich der Gerät hier noch? Wer macht denn die Geräte hier nicht aus? Was? Hab ich gerade. Ich habe gerade so ein irgend so ein insektenhaftes Geräusch gehört für einen kurzen Augenblick. Moment. Ich brauche Steel Frames. Und in meine Schuhe stecke ich mir jetzt noch Steel Sheets. Gut, dass ich da auch schon ein bisschen vorgesorgt habe. Ja, da bin ich mal gespannt jetzt, ey, wenn da jetzt Aliens kommen. Kommen die auch am Tag? Ja, aber eigentlich meistens kommen sie nachts. Meistens nachts. Deswegen glaube ich, kommen sie nicht tagsüber. Ah, mal gucken. Ack, 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 ack. Ja, schauen wir mal. Dann bauen wir mal jetzt schnell das auf. Machen wir mal gleich hier auch noch eine Platte hin. So. Hier genau, wir bauen den jetzt hier in den Computer, an die Ecke. Dahin. So. Platten her. Mein Schweißgerät. Machen wir mal alles hier schön solide her. Wir wollen das hier schön solide bauen. Liebe Freunde, hier, das können wir auch gleich noch solide. Achso, das ist Iron Frame. Egal. Dann gib mir mal das und die Kabel erstmal. Genau, dann legen wir jetzt hier mal eine Tellkreuzung rein. Mal gucken, ob ich es heute hinkriege, Aliens zu beschwören. Zu Bär schwören, ja. Ich Bär schwöre sie, so dann Computer dahin. Warte, wenn ich das. Ah, warum bin ich bis. Ja! Völlig losgelöst hier. Ich soll ja nicht singen. Lasst mich doch alle. Hey. Halt, wir bauen den erstmal richtig. Steckt die Platine gleich rein, genau. Und was war das jetzt, was da war? Screwdriver. Und dann. Alles schon fertig. Das ging ja schnell. Das ist ja einfach. Das ist ja einfach. Das ist ja viel zu einfach. Wenn das mal in der Realität alles so einfach wäre mit den Computern. Das Geile ist, hinter mir landen sie jetzt bestimmt und ich krieg's einfach nicht mit, weil ich das hier jetzt baue. Ich versuche so die Anlage so zu bauen. Und das hier rein und da rein. Und die Aliens so, was macht er denn da? Guck mal, der hat überhaupt keine Ahnung. Die lachen sich in Ast ab, dass ich so inkompetent bin. Guck mal, der hat überhaupt keinen Plan, was er da macht. Der kleine Gnom. So, warte. Genau, jetzt habe ich ja alles. Ich speichere jetzt nochmal. Jetzt speichere ich nochmal einen Speicherstand. Kurz bevor die Alien Armada kommt, nochmal speichern, oder? Ne, wir nehmen den hier. Ich bin gespannt. Bestimmt heute Nacht, wenn ich dann keinen Stream und keine Aufnahme laufen habe und mal hier für mich so vor mich hinfarmen will und ein bisschen was vorbereiten möchte, bestimmt kommen sie dann. Und dann kommen sie alle. Dann kommen sie alle, die ich gerufen habe. So, jetzt gucken wir mal. Keine Signale. So, dann drehen wir jetzt mal hier munter drauf rum. Alle. Mach mal alle erstmal. Da ist eins. Unknown. Unknown Contact. So, der ist 59. Jetzt kann ich nämlich hier so ein bisschen mich hinstellen und kann nämlich gucken, wie das nämlich sich ändert. Siehst du, da wird es nämlich schlechter. Jetzt müssen wir es nur noch so drehen. Genau, guck mal. Guck mal, wie geil das ist jetzt. Rechts an der Seite könnt ihr das sehen. 98% Qualität. Das ist mal echte Qualität hier. There was no response. Ich habe trotzdem mal kontaktiert jetzt.
Die kommen einfach nicht. Die haben einfach keinen Bock auf mich. Die wissen, dass das hier nicht cool ist. Glaube ich. Die wissen, dass hier Sachen abgehen. Guck mal, meine Batterie wird immer weniger. Ich muss das jetzt ausschalten. Ich muss Strom sparen, solange bis wir noch ein paar Windräder oder Solarpaneele aufgebaut haben. Sonst geht mir hier der Saft aus. Scheiße. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so viel Strom zieht. Was? Interaction is temporarily disabled. Wieso das? Moment mal. Wieso ist die temporarily... Ich kann es nicht ausschalten. Kann ich den Computer ausschalten? Ja. Kann ich die Schlüssel ausschalten? Ja. Kann ich das Landingpad ausschalten? Nein. Warum kann ich das nicht? Es geht nicht. Die Hallos sind real. Vielleicht kommt jemand. Ja, wenn eine Tür gerade in Benutzung ist, kann man sie ja auch nicht einfach schließen. Wenn gerade jemand in der Tür steht. Ich glaube, ich nehme mal die Waffe in die Hand. Und die andere nehme ich, glaube ich, auch mal in die Hand. Ich gehe mal ein Stück weg. Es wurde gesagt, die Aliens kommen nicht, wenn ich neben dem Landingpad stehe. Aber vielleicht kommen die auch wirklich erst nachts, wenn es dunkel ist. Vielleicht ist es deswegen blockiert. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe Angst. Ich nehme die große Waffe. Gleich erstmal die Aliens begrüßen mit der Waffe in der Hand. Ich gehe in die Base. Ich habe Angst. Ich gehe rein. Sollen sie doch mich holen kommen. Die hässlichen. Los, drück. Jetzt nicht schießen. Warte, ich leg's lieber wieder aus der Hand. Nicht die... Jetzt schön die Konsole zerschießen. Schnell, schnell, schnell. Bau doch einen Gasgenerator. Was soll ich machen? Ich baue doch jetzt hier nicht noch... Ich bin ja nicht irre. Ich krieg gleich Besuch hier. Als ob ich jetzt baue. Ich muss jetzt auf Gefechtsstation gehen. Oh Gott, das war nur die Kiste. Das war nur die Kiste. 5 Stunden später nichts passiert. Es ist einfach die Folge, in der nichts passiert. Ja, genau. Aber die Spannung ist unerträglich gerade. Alter! Du Scheißkiste! Er schießt dich gleich. Was passiert eigentlich, wenn ich auf die Fenster schieße? Ah, das ist eine gute Idee. Na, also nicht auf die Fenster schießen, aber mir ist gerade eine gute Idee gekommen. Ich schließe mal die Türen. Oh, es sind 24 Grad. Ich mache mal hier die Kühlung aus. Spart auch ein bisschen Energie. Und hier mal Lichter ausmachen. Jetzt wäre vielleicht nicht so schlau. Aber hier will ich mal die Türen schließen. Falls hier nämlich irgendwas jetzt... Falls hier irgendwo Luft abgelassen wird, weil ich auf irgendwas schieße, dann wird nur in einem Bereich Luft abgelassen und nicht in allen Bereichen. Ich glaube, das ist nicht so schlecht, wenn wir das hier mal jetzt machen. Lockdown ist jetzt angesagt. Ich gehe doch jetzt nicht nachts da raus. Wenn Aliens kommen sollen, gehe ich doch nicht nachts 50 Blöcke von der Base weg. Ich bin nicht bescheuert. Kannst du ja machen. Geh du doch 50 Blöcke weg. Renn einfach für 20 Sekunden. Okay. Schön im Dunkeln das machen. Ist eine gute Idee. Wie sieht es eigentlich mit meiner Batterie aus? Scheiße, naja, ach egal jetzt. Du musst raus, sonst kommen sie nicht. Ja, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Ihr wollt mich alle leiden sehen. Kann das sein, dass ich so weit weggehen muss, dass die Base nicht mehr aktiv geladen ist? Das sind doch jetzt bestimmt schon... Geh einfach irgendwas minen, ja genau. Ich gehe jetzt farmen, genau. Jetzt, wo ich damit rechne, dass Außerirdische zu meiner Base kommen, genau. Da gehe ich jetzt farmen, genau. Genau, ich mache genau das jetzt, genau. Genau das mache ich jetzt. Das ist die beste Idee ever. Du darfst die Base nicht mehr sehen. Ich glaube, das sind schon wieder so Sachen. Jetzt kommt der Sandsturm, ja. Ich hätte vielleicht meinen Tracker anschalten sollen noch, bevor ich rausgehe.
Ich denke immer jedes Mal, da ist irgendwas, aber es ist immer nur ein Stern oder irgendein Fleck auf meinem Helm, auf meinem Visier. Wenn du farmen gehst, gib ihm die Erze als Friedensangebot. Ja, genau. Ich gehe jetzt wieder zurück, das ist weit genug. Jetzt komm, hör auf. Ist doch Quatsch hier alles. So, jetzt bin ich gespannt. Sind sie da? Oder sind sie. Guck mal, die Luftschleuse war auch nicht mehr zu sehen jetzt. Die ist jetzt erst aufgeplöpst. Jetzt bin ich mal gespannt. Sind sie da oder sind sie nicht da jetzt? Mann, ist das gruselig gerade. Das ist schon ein bisschen unheimlich. Ich komme mir gerade echt vor wie in Alien Isolation so ein bisschen. Warte. Ich will nicht auf meine Konsole schießen. Ich leg mal die Waffe weg. Da ist doch keiner da jetzt, oder? Ist doch nichts passiert. Ich wette, dass wenn ich aufs Klo gehe, dass die Aliens dann kommen. Ey, Scheiße! Ihr wollt mich doch hier nur wieder kirre machen. Die Türen sind alle noch zu, so wie ich die Base verlassen habe. Reingekommen ist scheinbar keiner. Und ich habe auch keine Luftschächte, wo sie sich durchbewegen können, außer der eine da. Außer der eine, wo sie reinkommen können. Also das mit den Aliens, das ist irgendwie sicher, dass das safe immer dann passiert, wenn man so ein anderen Signal aktiviert. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das richtig mache gerade. Ich habe ja eine Waffe in der Hand. Ich habe ja die hier. Alles gut. Ich laufe jetzt einfach mal ein Stück weg. Also richtig weit weg laufe ich jetzt. Und dann laufe ich wieder zurück. Du weißt, dass die andere Luftschleuse vorher nicht offen war. Welche andere Luftschleuse? Ja, aber ganz ehrlich, die können sich doch nicht unsichtbar machen, oder doch? Also die muss ich doch checken. Wenn sie da sind, muss ich sie doch sehen. Ich habe das nur einmal gemacht und da kam ein Alien. Das kam aber erst irgendwann. Heute ist ein besonders guter Tag zum Sterben. Ja. Irgendwann ist. Also dann habe ich ja jetzt mehrere hintereinander getriggert, wenn das die Logik ist. Wenn das jetzt die Logik ist, dann habe ich jetzt drei aktiviert hintereinander. Die Frage ist, kommen die dann auch alle hintereinander weg oder kommt dann nur einer nacheinander? Oder kommen die alle gleichzeitig, die drei? Wenn das immer jeweils einer ist pro Aktion. Ich gehe jetzt wieder hin. Ich knipper jetzt das Landingpad vom Strom ab. Das mache ich jetzt. Das muss man doch merken, wenn die kommen, oder? Also keine Ahnung, das muss ich doch ankündigen irgendwie. Interaction is temporarily disabled. Das ist sehr seltsam, muss ich sagen. Wer ist dein Herzblatt? Ist es eins, zwei oder drei? Ja. Ha! Ich wollte gerade sagen, das wollte nicht ausgehen gerade. Ich dachte gerade schon, es geht nicht, lol. Das wäre jetzt gruselig gewesen, wenn es ohne Strom einfach weitergelaufen wäre. Das wäre unheimlich. Jetzt kann ich es auch ausschalten, siehst du? Was, wenn das da steht, dann kommt er. Wer steht wo da? Also wenn das steht, dass ich das Landingpad nicht ausschalten kann oder was, dann kommt das oder was. Also hätte ich das jetzt nicht abknippern dürfen. Oder hätte ich das jetzt. Weiß ich nicht. Hat das schon mal jemand probiert? Ich will irgendwie nicht mehr, dass die kommen. Habe ich hier die ganzen Türen offen gelassen? Stimmt, irgendwer hat die Luftschleuse benutzt. War die nicht vorher zu? Safety first, das Pad abbauen. Ach, wir wollen jetzt mal nicht übertreiben. Dann kann ich, wenn ich ganz auf Nummer sicher gehen will, die Base auch einfach abreißen komplett. Dann sehe ich wenigstens, wann die Aliens kommen. Ich will jetzt was Sinnvolles machen. Vielleicht kommen sie ja dann, wenn ich was Sinnvolles mache. Die kommen meistens eh, wenn man nicht dran denkt, wenn man nicht damit rechnet. So, warte mal jetzt. Genau. Wir haben jetzt die Zentrifuge gemacht.
Wir haben jetzt ja auch noch die Möglichkeit, Sprengladungen und sowas zu machen. Da wollte ich eh noch mal nachgucken. Und sowas wie ein Harzhut und sowas. Ich wollte jetzt mal schauen. Sensor. Processing Unit. Terrainmanipulator. Igniter. Guck mal, ein Zünder kann man machen. Das ist nämlich das Ding. Da können wir nämlich Bomben bauen damit. Wenn wir dann das mit einem Tank und so kombinieren, wahrscheinlich. Das wäre doch mal eine Idee, dass wir das mal probieren. Wir haben ja noch nicht so viele destruktive Sachen ausprobiert. Man kann ja auch diese ganzen MK2-Tools noch bauen und so. Die Wrench. Ich weiß zwar nicht, was das. Guck mal, Remote Detonator gibt's auch. Ich baue mir den Remote Detonator jetzt schon mal. Trecker ist noch an. Oh ja, der Trecker. Ich muss den Trecker ausmachen. Warte. Gib mir meinen Detonator. Warte, warte, warte. Mach mal den mal aus. Der zieht so viel Strom. Der zieht 300 Watt. Der zieht so viel Energie, wie ein Solarpanel produziert. Batterie sieht auch nicht besonders voll aus. Okay, warte mal. Wie ist denn das jetzt mit dem Zünder? Nimm den mal in die andere Hand. Okay, man muss da anscheinend das Objekt anvisieren irgendwie. Braucht der eine Batterie? Oh ja. Moment. Der kriegt nur eine kleine. Das reicht, glaube ich, zum Zünden. Und jetzt? Ah. Ah, wenn er zünden kann, dann. Das geht nur bei anvisierten Objekten, kann das sein? Kann das sein, dass ich den mit dem Igniter kombinieren muss? Warte mal. Ich versuche mal nachzulesen. Warte mal. Das ist der Remote Detonator. Genau, gucken wir uns den mal an. Der Remote Detonator hat Requirement. Ja, das bringt mir ja wahnsinnig viel. Das ist wieder so eine geile Beschreibung hier, wo man nicht weiß irgendwas. Ja, ist auch keine Beschreibung. Igniter. It gets the party started. Especially if that party is an explosive gas mixture. Nice. Das klingt doch super. Ey, ungelogen, ne? Das brauchen wir, ey. Ich sag's euch. Aber ist das jetzt etwas, das ich mit dem Fernzünder zünden kann? Wollen wir es mal probieren? Komm, wir bauen das Ding mal. Ich bin mal gespannt. Und dann kommen die Aliens. Wir müssen, glaube ich, ein Leuchtfeuer machen. Dann kommen die, glaube ich. Warte mal. Igniter. Stopp, nicht so viele, nur einen. Was kann der Knabe denn jetzt? Upsala, das wollte ich jetzt nicht. Warte. Zieh das mal da rein. Ein Igniter. Soll ich den mal einfach hier in die Base bauen? Komm, wir bauen die einfach mal hier in die Base. Braucht der Strom? Nee, braucht er nicht, oder? Soll ich den mal hier hinbauen? Ich baue den mal hier hin. Nicht schlecht. Oh! Guckt mal. Man kann Funken damit machen. Ja, guck mal. Habt ihr das? Also, da will ich an der Stelle jetzt mal was hervorheben, ja? Meine Atmosphäre scheint so gut zu sein, dass jetzt der Sauerstoff nicht so hoch ist. Ups. Dass der Sauerstoff nicht so groß ist, das Sauerstoffniveau, dass jetzt der Sauerstoff sich entzündet. Bei 72% O2 ist aber ehrlich gesagt überraschend, muss ich sagen. Hätte ich eigentlich gedacht, dass das bisschen feuergefährlicher ist. Und kann ich den jetzt mit dem Remote Detonator zünden? Ah, warte. Ich gehe mal ganz weit weg. So, jetzt mache ich den mal an. Der Igniter ist der Zünder, genau. Irgendwie nicht so, oder? 66% H2, 34% Sauerstoff. Ja, wir sind ja schon bei einem viel höheren Sauerstoffniveau eigentlich. Oder muss ich den auf dem Behälter anwenden? Aber die Base ist ja im Grunde eigentlich ein Gasbehälter. Verstehe ich irgendwie nicht. Verstehe das Ding nicht. Warte, wir machen den mal ab. Laut Wiki brauchst du Remote Explosives. Und musst die verbinden. Remote Explosives. Warte. Und wo baue ich die? X. Da ist nur ein Fire-X-Dingischer. Also hier ist es schon mal nicht. Ah, warte. Ich weiß, wo wir das machen müssen. Ich weiß, wo wir das machen müssen. In der Chemistry Station bestimmt. Guck mal, warte. Habe ich die jetzt hingestellt?
Hab die angemacht und ausgemacht. Aber warte mal, ich will die eigentlich aufbauen. Kann man die kann man auf diesen Tisch stellen, kann das sein? Stimmt. Ja, wie mache ich denn das? Wie ging denn das nochmal? Achso. Kann man da eine Batterie reinmachen? Nee, ich muss die auf so einen gepowerten Tisch bauen. Soll ich mal die Mikrowelle, warte mal, die Mikrowelle nehmen wir mal weg. Kann ich die wieder abbauen? Was brauche ich dafür? Muss ich doch mit dem Handrill? Ah, nee, die muss ich einfach noch nehmen, kann das sein? Nee, mit der Wrench, genau, mit der Wrench. Ach. Nein, nicht aufmachen. Genau, ich kann die doch anheben hier. Einfach wegpacken. Dann. So, und dann die Wrench nehmen. Ach. Katajawa. So, und dann. Ja, was? Ja, dann. Das ist eine gute Frage. Was ist dann eigentlich? Mach mal an. Ja, okay. Jetzt kann ich da Sachen reinmachen. Das ist ja der Output hier. Stimmt, ja, warte, den muss ich ja gar nicht aufmachen. C4 muss ich reinmachen. Du brauchst immer den Schraubenschlüssel. Der ist der Schlüssel für alles. Ja, ich merke das schon. Aber was brauche ich hier in dieser Dings? Asbest, genau. Nee, warte, ich pack mal eine Kartoffel rein. Es gibt doch Kartoffelbomben, oder? Gab es nicht irgendwie Kartoffelbomben? Kann man die Kartoffeln teilen, dass ich nur eine habe? Ja. Ich baue mir jetzt eine Kartoffelbombe. Warte. You cannot add. Was? Ich kann die Kartoffeln da nicht reinmachen? Was für eine Scheiße ist denn das? Warte mal, ich will was anderes probieren. Ich habe hier nämlich das noch. Kobalt. Kann ich das da reinmachen? Oh, guck mal, das geht. Oh. Oh. Und sehe ich auch, was dabei rauskommt? This is empty. Wir machen mal. Ich probiere einfach jetzt mal Sachen. Hier, was haben wir denn noch? Hier, genau das hier, das kommt jetzt auch mit rein. Das weiß ich eh nicht, was ich damit machen soll. Rein damit. Oh, guck mal. This device. This is empty the device of all reagents. Alles klar. Habe ich verstanden. Ich mache einfach jetzt bunte Mischung. Warte. Vielleicht ist Speichern klug. Hier. Den ausgelutschten Filter packen wir auch mit rein. Oh, geht nicht. Okay, schade. Können wir nicht noch irgendwie. Hier, das Nickel machen wir noch rein. Was soll ich mit zwei Einheiten Nickel? Und, was, dieses Reagent musst du in die Zentrifuge machen? Ich weiß, aber da kommt auch nur Reagent raus, weil man Stahl nicht recyceln kann. Das ist Stahlreagent. Ich nehme noch das eine Eisenerz rein. Oh! Ah, ich dachte, da wäre was passiert. Nein, warte, ich mach mal an. Okay, schade, hat nicht funktioniert. Aber ich bin die Scheiße losgeworden jetzt. Die ich nicht recyceln kann. Das ist gut, da kann man das wegzaubern einfach. Aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht. Warte mal. Vielleicht sollte man vorher mal nachgucken, was es so für Rezepte gibt, wa? Also, Moment. Gibt es hier nicht irgendwie Chemicals oder so? Reagenz wahrscheinlich. Mehl, Milch, Hydrocarbon, Nickel, Silber. Salicylsäure hier, guck mal. Ja, Unit G, Wahnsinn. Das ist mal ein richtig geiler Eintrag. Öl gibt's. Sojaöl. Alkohol. Unit ML. Warte, wie mache ich Alkohol? Wie kann ich das machen? Wie kriege ich das hin? Wie kann ich Alkohol machen? Was muss ich da machen? Moment, irgendwas Zuckerhaltiges. Die Kartoffel konnte ich nicht reinmachen. Mehl, warte, wenn ich Mehl. Warte, ich hab doch hier. Ich hab doch Weizen. Moment. Ich ernte nochmal den Weizen. Jetzt wird's geil.
Korn. Mit Korn. Aber sowas von mit Korn. Bestimmt geht das mit Korn. Warte. Ich mache jetzt Korn. Immer schön noch einpflanzen hier, damit wir dann auch noch genug haben. So. Jetzt, warte, jetzt stecke ich das mal hier rein. Aber es geht auch nicht. Warte, dann mache ich Mehl draus. Aber, warte, ich packe einen Teil davon. Moment. Ich packe einen Teil davon rein. Ich mache mal die Hälfte, Hälfte. Split half. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Hier, jetzt machen wir mal erst das. Wir machen Mehl und dann stecken wir das da rein. Pass auf. Dann gibt's Alkohol. Das stimmt. Ah, guck mal, das geht. Aber da braucht man auch irgendwas. Du kannst es nicht herstellen. Wie? Warum kann ich das nicht? Es steht doch drin. Es steht doch drin. Da muss man das machen können. Warte, ich gucke jetzt unter Chemistry Station. Das regt mich gerade auf. Kann man an dem Ding überhaupt irgendwas machen? Oder ist das hier nur ein riesiger Fake einfach? Ah, Resources used. Guck mal. Kobalt, ich wusste es doch. Sojaöl, Farne, Silber, Charcoal, Milch. Milch? Wie mache ich denn Milch? Aus Soja oder was? Sojamilch. Ich kann mir Pillen da dran herstellen. Paralysepillen. Aha, Carbon und Phenoxytone. Okay. Was sind Phenoxytone? Wie kriege ich die? Ah, aus Farnen kriege ich die. Okay. Du musst die Aliens einsperren. Ach, gar nichts muss ich hier mit denen machen. Sind eh nicht da. Kommen eh nicht, die Faulen. Okay, ich kann nichts machen mit dem Ding hier. Ich brauche noch andere Pflanzen dafür. Sojabohnen und alles. Das heißt, ja, ich dachte, ich kann hier irgendwie jetzt Alkohol machen mit der Chemiestation. Aber es geht leider nicht. Das ist ja doof. Mann, das ist doch, das kann die doch nicht machen. Die können doch hier nicht Alkohol reinschreiben und dann geht das nicht. Und an der Stelle endet wieder diese Folge Stationeers im Chaos wie immer. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Stationeers, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.